Der Gotthard-Basistunnel ist die wichtigste Eisenbahnverbindung zwischen der Schweiz und Italien. Er wird am Montag wieder eröffnet, mehr als ein Jahr nach dem Unfall am 10. August letzten Jahres, als ein Güterzug der Schweizerischen Bundesbahn wegen eines gebrochenen Rades entgleist war. Bei der Entgleisung prallte der Zug gegen das Tor, das den West- und den Osttunnel trennt, und verursachte schwere Schäden. Eine Untersuchung nach dem Unfall ergab, dass Risse in einem Wagenrad den Unfall verursacht hatten. Allein die Bergung des Unfallzuges und die Räumung der Unfallstelle hat mehrere Wochen in Anspruch genommen. Anschließend mussten sämtliche Materialien in diesen Tunnel gebracht werden. Es herrschen Temperaturen von fast 40 Grad im Gotthard-Basistunnel. Zum Schutz der Arbeitenden mussten Vorkehrungen getroffen werden. Die SBB schätzte die Kosten für die Behebung der Schäden auf rund 135 Millionen Euro. Diese Woche gab das Unternehmen bekannt, dass sich die endgültigen Kosten auf 159 Millionen Euro belaufen. Der Gotthard-Basistunnel, dessen Fertigstellung nach jahrzehntelanger Planung fast 17 Jahre andauerte, ist der längste Eisenbahntunnel der Welt und führt 57 Kilometer unter den Schweizer Alpen hindurch.